Hallöchen, wir spielen wieder LS17 Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südhemmern auf dem PC. Und wir ernten gerade Tabak für die Tabakfabrik. Und nebenbei ernten wir noch, glaube ich, Zuckerrüben und Karotten. So. So, ich glaube, der hat nämlich noch mehr drin. Wir bringen das eigentlich zum Hof. Weil mit den Anhängern kann ich bei der Zigarettenfabrik nicht abkippen. Und wir lagern das erstmal beim Hof ein. Ja, und dann sollten wir langsam mal die Felder neu bestellen. Erst wollte ich ja warten und quasi haben wir noch an einigen Stellen Gras und das alles wegmachen. Quasi wie die Karte zurücksetzen, als wenn wir neu beginnen würden. Aber es ist halt jetzt nicht mehr im Realistik-Mod drin übrigens. Also es kann sein, dass ich kippe. Genau, es geht jetzt aber nicht mehr so lang, bis LS19 rauskommt. Und ich glaube, das rentiert jetzt fast nicht mehr, damit wir da wirklich noch so viel investieren. So können wir jetzt eigentlich einfach weiterfahren. So, ich muss mal schauen, ob er den da erkennt. Jawohl. Dann nehmen wir den gleich mal mit hier. Ja, super. So, jawohl. Vor. Meine Güte, was macht der denn? Thank you.
So, ich glaube, den anderen habe ich irgendwo verloren. Meine Güte, wo hat denn der sich aufgehangen? Sucht da noch den Deutz. Okay, so wird der nix. Wo ist der denn hingefahren? So, den lassen wir da stehen. Wir wollen jetzt weiterschauen. Der macht auch nicht weiter hier. Mann. Das funktioniert sehr gut hier mit den Helfern. Okay, den wollte ich eh sagen. Vielleicht wäre das ja besser. Er fährt hin und her. Okay, außerdem sind Zwiebeln und keine Karotten. Okay. Okay, sage ich immer okay. So. Genau, wir wollen mal das Monster anschmeißen, wenn wir schon einen haben. Und jetzt schauen wir gleich mal, auf welches Feld wir starten können. Also, den würde ich ja nehmen zum Flügen. Der ist ja... Warte mal. Müssen wir überhaupt was pflügen? Feld 1 müssen wir pflügen. Feld 1 ist abgeerntet. Alles klar, der geht auf Feld 1. Den da mit den Zwillingsrädern überhaupt, komme ich da durch? Knapp, aber es geht. Das ist einfach, weil die ganzen Geräte da in Schuppen stehen. Wenn ich so lang mache, ist schlecht. Wenn ich so lang mache, ist gut. Da steht noch ein Flug hier am Feldesrand. So, heute setzen wir mal den großen Johnny hier ein. Jawohl. Den wollte ich schon lange mal wieder nehmen. So, das ist Feld 3. Und da hinten ist Feld 1, jawohl. Was jetzt wieder nicht gut.
ich alles selber machen. So, reißen wir hier den Boden auf. Irgendwie ist der Flug ganz schön komisch. Der muss doch weiter rüber gehen. Der kann doch nicht hier 3 Meter machen. Will er mich verarschen? Das muss doch mehr gehen hier. Das ist ein komischer Flug. Ich dachte, der wäre breiter. Der geht ja nicht mal richtig runter hier. Okay, ich wollte aber hier nicht die ganze Zeit flügen. Eigentlich wollte ich hier jetzt den Helfer einstellen. Der sollte hier ein bisschen flügen. So, okay, dann müssen wir halt mal da ein bisschen konfigurieren. Was macht er denn jetzt? Gar nichts. Okay, jetzt könnte es gehen, alles klar. Das haben wir. Feuerwehr müssen wir gerade nicht. Jetzt sind wir hier. Genau. Und zwar habe ich da noch ein paar neue Anhänger geholt. Wir haben ja schon welche eingehabt von Fliegel. Und jetzt habe ich da noch 2 geholt. Habe da die anderen verkauft, was ich da noch hatte. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das ist aber nicht... Das können sie eigentlich... Muss mal kurz durchswitchen. Ich habe ja nicht so viele Fahrzeuge. Das wird verdammt schwierig hier.
So, Tabak ist bald geerntet hier. Jawohl. Keine Ahnung, was der macht. So, jetzt bin ich schon wieder gleich weit. Tabak. Da wollte ich eigentlich hin und der andere steht nämlich gerade hier um die Ecke. Den Anhänger habe ich ja das letzte Mal schon gekauft. Sehr cooles Teil. Weiß gar nicht, ist der schon voll? So, kurz die Lenkung umstellen und dann geht's hier los. Der ist schon ein bisschen voll. Da braucht der kleine Cerion aber ordentlich Power, um hier überhaupt wegzukommen. So, ich muss eigentlich zum Hof den leer machen. Yep. Nicht immer haargenau die gleichen Anhänger gekauft, aber so ähnlich. Da habe ich hier ganz grobe Bereifung drauf gemacht. So, ich stelle den mal ein bisschen hier hin. Wenn ich Glück habe, lädt der nachher gleich über. Und den John Deere, wenn wir auch mal starten. Okay, und ich würde jetzt eigentlich noch den 1050 noch aktivieren. Da kommt jetzt die Sämaschine ran. Und dann fangen wir an, die ersten Felder wieder zu säen. Anzudrillen. So, jetzt müssen wir nur noch den 1050. Ich kann ja gleich mal zum Hof fahren. Der ist ja voll hier. Genau, den wollte ich eben mitnehmen. Boah, der hat ein paar fette Reifen hier drauf.
So. 40.000 Liter. Okay, das Licht vielleicht ausmachen. Jawohl. Gut, ich hole jetzt aber trotzdem den 1050 hier mal. Seemaschine brauchen wir. So, der letzte Traktor hier noch auf dem Hof. Das Beste kommt zum Schluss. Okay, da ist gar nichts drin. Kann ich wahrscheinlich auch gar nicht aufladen. Ich muss mal schauen, ob hier vorne noch was steht. Ich hätte gemeint, irgendwas haben wir hier noch. Irgendwelche. Okay, sind die auch mal weg? Saatgut habe ich einfach nicht und Saatgut kriege ich so einfach auch nicht rein. Oder vielleicht hat das auch geändert, ich muss mal schauen hier. Okay, Dünger geht. Saatgut. Geht irgendwie nicht. Jetzt muss ich das gerade anders machen. Warte mal. So, wir haben ja genug Technik hier auf dem Hof. Saatgut haben wir vielleicht noch was hier hinten. Können wir ja selber herstellen. Ja, viel haben wir nicht mehr. Kann sein, damit ich es daneben kippe. Aber richtig. Ich glaube, jetzt geht's rein. Okay. 2000? Wieso sind da bloß 2000 drin? Oh, nicht alles da vorbeikippen. Ach, Mann. Super, du bist ein Held, ey.
Okay, ich muss noch das Saatgut wieder aufsammeln. So, da kann ich es reinkippen. Okay, dann schauen wir mal, was wir eigentlich als erstes brauchen. So ein bisschen Weizen. Haben wir bloß 22.000? Wieso? Also, dann halt. Ist ja noch die falsche Sämaschine. Sehr gut. Aber die ist jetzt schon gefüllt. Vielleicht kann ich ja irgendwo... Sonnenblumen haben wir gar nicht. Sonnenblumen, alles klar. Wir machen überall Sonnenblumen drauf. Also, Sonnenblumen sind angesagt. Jawohl, okay. Das läuft. Da läuft gar nichts. Das ist doch nicht so schwierig. Einfach hin und her. So, ich glaube, mit der Tabakernte sind wir auch durch. Tabak ist erledigt. Tabak haben wir jetzt genug. Okay, Hauptsache er klappt das vorne wieder aus. Das Schneidwerk. So, dann werden wir die Geräte wieder zum Hof bringen. Den anderen da hinten auch. Und dann wäre es das eigentlich schon wieder für heute. Dann haben wir auf jeden Fall Tabak fertig. Zuckerrüben sind wir noch dran. Und Zwiebeln auch. Und
Und wir sind schon wieder am ersten, oder wir fangen jetzt wieder an, die ersten Felder eigentlich anzudrillen, damit wir dann wieder was ernten können. Die restlichen Tage vorm LS19, sage ich mal. Boah, bremst doch, Junge. So, fahren wir den Lexion wieder zum Hof. Ich glaube, für den habe ich jetzt erstmal keine Arbeit. Okay, somit verabschiede ich mich. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.